Und ich rufe nun auf Top 1, die Fragestunde. Und wir kommen zunächst zu den Fragen aus der letzten Fragestunde. Wir beginnen mit Frage 10. Und ich darf zunächst Herrn Abgeordneten Moritz Promny von den Freien Demokraten das Wort erteilen. Frau Präsidentin, ich frage die Landesregierung, inwiefern kann sie anlässlich der Einführung der Überwachungsgesamtrechnung und Nachforschung durch das Max-Planck-Institut den Umstand erklären, dass in Hessen 8-mal häufiger die Telekommunikation überwacht wird als in Nordrhein-Westfalen? Vielen Dank, Herr Staatsminister Professor Poseck, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Promny, diese Fragestellung unterstellt, dass in Hessen die Telekommunikation 8-mal häufiger überwacht wird als in NRW. Diese Zahlen kann ich zunächst nicht bestätigen. Bezugspunkt der Fragestellung ist die Einführung einer Überwachungsgesamtrechnung sowie eine Nachforschung durch das Max-Planck-Institut. Darauf will ich mich beziehen. Das Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht in Freiburg hat laut eigener Pressemitteilung vom 10. Januar 2024 vor wenigen Wochen von den Bundesministerien des Innern und der Justiz den Zuschlag für eine wissenschaftliche Untersuchung der Sicherheitsgesetze in Deutschland erhalten. Ziel der Untersuchung soll eine Bestandsaufnahme der bestehenden Befugnisse und eine Analyse ihrer tatsächlichen und rechtlichen Auswirkungen sein. Das Vorhaben, bekannt auch als Überwachungsgesamtrechnung, ist im Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung vorgesehen. Die Überwachungsgesamtrechnung soll laut der Pressemitteilung des Max-Planck-Instituts nach einer Bearbeitungszeit von circa einem Jahr abgeschlossen sein. Ein erster Zwischenbericht ist in einem halben Jahr vorgesehen, sodass eine Überwachungsgesamtrechnung, auf die in der Fragestellung Bezug genommen wurde, zum jetzigen Zeitpunkt nach Kenntnisstand der Landesregierung noch nicht existiert. Vor diesem Hintergrund ist eine Beantwortung der mündlichen Frage leider nicht möglich. Der Landesregierung liegen die der Fragestellung zugrunde liegenden Daten so nicht vor. Aus den auf der Website des Bundesamtes für Justiz veröffentlichten Zahlen über Verfahren, in denen Maßnahmen nach § 100a Absatz 1 Strafprozessordnung angeordnet wurden, ergibt sich das in der Fragestellung unterstellte Verhältnis zwischen Nordrhein-Westfalen und Hessen ebenfalls nicht. Vielen Dank. Mir liegen keine weiteren Nachfragen vor. Dann rufe ich auf die Frage 11 und darf Herrn Abgeordneten Sippel von Bündnis 90 Grünen das Wort erteilen. Herr Sippel, wenn Sie bitte, genau, vielen Dank, Sie haben schon gedrückt. Herr Sippel, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich frage die Landesregierung, warum wurde eine erneute Prüfung zur Regelungslücken im Antidiskriminierungsschutz im Koalitionsvertrag vereinbart, obwohl ein Gutachten der Landesregierung aus dem letzten Jahr genau das bereits leistet? Vielen Dank. Das Wort hat Frau Staatsministerin Hofmann. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich gehe davon aus, dass der Kollege Sippel den Diskriminierungsschutz in seiner Frage gemeint hat, denn vor Antidiskriminierungsarbeit möchten wir uns wahrlich nicht schützen. Lassen Sie mich deswegen an dieser Stelle etwas Grundsätzliches zum Thema Diskriminierungsschutz sagen. Diskriminierung, ob im Alltag oder insbesondere im Netz, sind mittlerweile leider allgegenwärtig. Ob es um die Diskriminierung von Menschen mit Migrationshintergrund, Frauen oder beispielsweise Menschen mit Behinderung geht. Viel zu viele Mitbürgerinnen und Mitbürger sehen sich zunehmend Anfeindungen ausgesetzt. Umso wichtiger ist es, insbesondere der Landesregierung, dass wir all jene unterstützen, die aktiv und entschieden gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit eintreten und auch selbst alles dran setzen, Diskriminierung zu bekämpfen und im Idealfall nicht erst entstehen zu lassen. Aus diesem Grunde werden wir die Antidiskriminierungsarbeit nachhaltig weiterverfolgen und verstärken, insbesondere indem wir die etablierte Landesantidiskriminierungsstelle stärken und gemeinsam mit Partnern Prävention, Sensibilisierung, Beratung und Vernetzung ausbauen. Daneben ist es wichtig zu prüfen, an welchen gesetzlichen Stellen noch Nachholbedarf besteht, insbesondere im Landesrecht. Zu prüfen, wo es Schutz vor Diskriminierung, Schutzlücken noch gibt. Wenn Sie den Koalitionsvertrag richtig lesen, werden Sie feststellen, dass es dort heißt, dass die Landesregierung prüfen wird, ob es im Rahmen der Umsetzung der EU-Antidiskriminierungsrichtlinie Regelungslücken im Landesrecht zum Schutz vor Diskriminierung gibt
und diese soweit erforderlich in laufenden Gesetzgebungsverfahren zu schließen. Uns geht es hier insbesondere nicht nur darum, neue Gesetze natürlich auf den aktuellen Stand zu bringen, sondern auch bereits beschlossene Landesgesetze zu überprüfen. Weil das tut den umfassenden Antidiskriminierungsschutz erst gewährleisten. Wir wollen also den Blick in die Zukunft richten, aber auch bei neuen Gesetzesvorhaben von Anfang an eine Überprüfung vornehmen, wie weit das Vorhaben mit der Umsetzung der EU-Antidiskriminierungsrichtlinie im Einklang steht. Die Landesregierung wird deshalb potenzielle Schutzlücken im Antidiskriminierungsrecht auf Landesebene im laufenden Gesetzgebungsverfahren schließen. Dies ist eine Aufgabe, die auch in die jeweiligen Ressorts in eigener Zuständigkeit individuelle Prüfungen vorfällt. Das von Ihnen angesprochene Gutachten, das die Landesantidiskriminierungsstelle in Auftrag gegeben hatte, kann dabei erste Anhaltspunkte und Anknüpfungspunkte liefern. Vielen Dank. Für eine Nachfrage hat sich Frau Abgeordnete Gersberg von der SPD-Fraktion gemeldet. Frau Gersberg, Sie haben das Wort. Gibt es weitere Projekte, die die Landesregierung plant, um die Antidiskriminierungsarbeit zu unterstützen? Vielen Dank, Frau Staatsministerin. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank für diese Frage, weil mir das auch ermöglicht, noch ergänzend darzustellen, in welcher Fülle und mit welcher Verstärkung die neue Landesregierung den Antidiskriminierungsschutz verfolgt. Zum einen darf ich Sie darauf hinweisen, dass wir die Antidiskriminierungskampagne Hessen, da geht noch was, jetzt fortgeführt haben. Ich weiß nicht, ob Ihnen die entsprechende Präsentation im Netz, die ich sehr gelungen finde, aufgefallen ist. Dort haben wir auch neue Schwerpunkte herausgebildet, etwa die Bekämpfung des Rassismus, der Altersdiskriminierung, des Antisemitismus, des Sexismus oder auch queerfeindliche Aktivitäten oder das Thema Mobilität und Barrierefreiheit werden näher in den Blick genommen. Mit Antidiskriminierungstrainings werden wir auch die Antidiskriminierungskampagne fortführen. Diese Trainings werden für Vereine, gemeinnützige Gruppen und Initiativen kostenfrei angeboten, um eine möglichst große Bandbreite von Gruppen und Personen zu erreichen. Dies erfolgt auch in den sogenannten AD-Netzen. Uns ist es auch insbesondere wichtig, dass wir den ländlichen Raum hier in den Blick nehmen. Ich durfte erst jetzt am Montag unser Projekt Queere Jugendliche im ländlichen Raum dort bei einer Veranstaltung mit dabei sein und wir dürfen diese gelungenen Projekte weiter unterstützen. Wir werden den hessischen Aktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt fortschreiben und da auch alle Beteiligten und auch die ganze Community mitnehmen. Wir werden den hessischen Preis für lesbische Sichtbarkeit fortführen. Und der Aktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt wird natürlich entsprechend auch wissenschaftlich evaluiert. Dies ist nur eine Auswahl von zentralen Punkten, die wir bei der Antidiskriminierungsarbeit fortführen und auch weiter verstetigen und vor allen Dingen stärken. Ich sage Ihnen deutlich, diese Landesregierung ist sehr stolz auf diese Arbeit. Vielen Dank. Für eine erneute Nachfrage hat sich der Fragesteller, Herr Abgeordnete Sippel, zu Wort gemeldet. Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Frau Ministerin, vielen Dank für die Antwort. Aber ich will noch mal auf die Ursprungsfrage zurückkommen. Warum brauchst du denn eine erneute Prüfung, wenn doch ein Gutachten schon vorliegt, das genau die Regelungslücken, die schon in Gesetzen bestehen, aufzeigt? Wird da einfach die Arbeit noch mal doppelt gemacht? Vielen Dank, Frau Staatsministerin. Sie haben das Wort. Herr Abgeordneter, ich tue meine Antwort noch mal konkretisieren oder es noch mal ausführen. Wir machen keine Doppelarbeiten, sondern das Gutachten ist eine Grundlage, gibt wichtige und richtige Hinweise. Aber alle Gesetze, die wir haben und auch die neuen Gesetze, die dieses Haus hier erlässt und beschließt, die müssen auf entsprechende Schutzlücken überprüft werden. Das ist ein laufender Prozess, der im Lichte auch der aktuellen Rechtsprechung, aktueller Gesetzgebung, natürlich des Bundes, aber auch der Europäischen Union, stetig überprüft werden muss. Und insofern ist es ein gängiger
fortlaufender Prozess. Vielen Dank. Für eine weitere Nachfrage hat sich die Abgeordnete Ginkel von Bündnis 90 Die Grünen gemeldet. Sie haben das Wort. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Ministerin, vielen Dank für die Beantwortung. Und ich finde es sehr begrüßenswert, dass Sie viele Initiativen weiterführen möchten. Das finden wir natürlich gut, weil Sie ursprünglich von Kai Klose kamen. Sie haben gesagt, dass Sie auch das Thema stärken möchten. Jetzt frage ich mich, was konkret sind denn Ihre neuen Impulse, die Sie einbringen über die Fortführung des von uns Begonnenen zu diesem Thema hinaus? Vielen Dank, Frau Staatsministerin, Sie haben das Wort. Ich führe das gerne noch mal mit ein paar Beispielen aus. Also ich habe ja gesagt, dass der Aktionsplan fortentwickelt wird. Der wird entsprechend wissenschaftlich evaluiert und dann wird er natürlich in einem Fortentwicklungsprozess fortgeschrieben. Darauf freue ich mich sehr. Der zweite Punkt, aber das kann ich jetzt nur exemplarisch ausführen, ist, dass wir die Antidiskriminierungsstelle weiter stärken werden und ausfüllen werden. Die macht eine sehr gute Arbeit, das werden wir weiter forcieren. Und da werde ich Ihnen demnächst auch dem Hause vorstellen, was wir da vorhaben. Vielen Dank. Für eine letzte Nachfrage hat sich der Fragesteller, Herr Sippel, zu Wort gemeldet. Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Frau Ministerin. Können Sie denn konkreter sagen, was den Zeitplan angeht, wie die Empfehlungen sowohl aus dem Gutachten als auch aus Ihren Prüfungen dann angegangen werden? Oder gibt es da nur so schwammige Antworten wie alsbald? Vielen Dank. Als nächstes hat das Wort zur Beantwortung Frau Staatsministerin Hofmann. Ich glaube, Sie haben dann doch nicht meine Beantwortung verstanden. Ich habe Ihnen versucht zu erklären, ich mache es jetzt nochmal, weil das ist auch wirklich ein sehr ernstes Thema und auch ein wichtiges Anliegen. Diskriminierungslücken und Schutz kann man nur beseitigen, indem man alle Gesetze immer wieder in den Blick nimmt. Und zwar die vorhandenen, auch die, die neu entstehen und die neue Gesetzeskraft erreicht haben. Und die neue Geltung haben. Das ist ein fortlaufender Prozess, den man sich kontinuierlich stellen muss. Das ist eine ressortübergreifende Aufgabe, ein sehr ernstzunehmendes Thema und deshalb ist es ein sozusagen fortlaufender Prozess. Vielen Dank. Es sind keine weiteren Nachfragen möglich, deswegen rufe ich auf Frage 12 und darf der parlamentarischen Geschäftsführerin von Bündnis 90 Die Grünen, Miriam Dahlke, das Wort geben. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich frage die Landesregierung, wie hoch beziffert sie die zusätzlichen Kosten und Aufwendungen pro Jahr für die 4 zusätzlichen Staatssekretärsposten, ein eigenständiges Digitalministerium und die Teilung des Sozialministeriums? Vielen Dank, Herr Staatsminister Professor Lorz. Sie haben das Wort zur Beantwortung. Ja, Frau Abgeordnete Dahlke, diese Frage stammt ja aus dem letzten Plenarzug. Wir haben ja zwischenzeitlich im Haushaltsausschuss letzte Woche das schon im Detail miteinander erörtern können. Ich fasse das aber gerne noch einmal wie folgt zusammen. Alle Aufwendungen und Ausgaben infolge der Regierungsneubildung werden zunächst aus den vorhandenen Ermächtigungen des Haushaltsplans für das Jahr 2024 gedeckt. Über möglicherweise entstehende Mehrbedarfe, die nicht durch Mittelumsetzungen gedeckt werden können und ihre Finanzierung ist im Rahmen der Aufstellung eines Nachtragshaushaltsentwurfs für das Jahr 2024 und danach im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2025 und der Folgejahre zu entscheiden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann daher keine bezifferte Aussage getroffen werden, ob bzw. inwieweit zusätzliche Mittel für die Regierungsneubildung benötigt werden. Vielen Dank. Für eine Nachfrage hat sich... Nein? Okay, dann hat sich das erledigt. Ich habe aber trotzdem eine weitere Nachfrage, nämlich von der Fragestellerin. Frau Dahlke, Sie haben erneut das Wort. Vielen Dank, Herr Staatsminister, für die Beantwortung. Sie sind ja sicherlich auch schon dabei, den Nachtragshaushalt entsprechend aufzustellen. Da möchte ich gerne fragen, sind denn Konsolidierungsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2024 geplant und wenn ja, können Sie schon was zu der Höhe sagen? Herr Staatsminister, bevor ich Ihnen das Wort gebe, würde darum bitten, dass die entsprechende Ruhe während der Fragestunde und generell während des Plenums eingehalten wird. Herr Staatsminister, Professor Lorz, Sie haben das Wort zur Beantwortung.
Frau Kollegin Dahlke, wenn man schon einen Nachtragshaushalt aufstellt, was ja im Zuge einer Regierungsneubildung, vor allem wenn sie zu Beginn eines Jahres beginnt, durchaus üblich ist, auch in den vergangenen Legislaturperioden immer stattgefunden hat, dann muss man natürlich auf der Basis auch der neuesten Zahlen arbeiten, was beispielsweise Steuerschätzungen, aber auch was potenzielle Mehrbedarfe angeht. Das muss alles in einen vernünftigen Ausgleich gebracht werden und angesichts der allgemeinen wirtschaftlichen Lage, die wir im Moment in der Bundesrepublik Deutschland und damit natürlich auch in Hessen haben, wird das ein Haushalt sein, der auch Konsolidierungsanstrengungen aufweisen muss, neben den Schwerpunktsetzungen, auf die sich diese Landesregierung verständigt hat. Vielen Dank. Als nächstes liegt mir eine Nachfrage des Fraktionsvorsitzenden der Freien Demokraten, Herr Dr. Naas, vor. Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Dann frage ich mal die Landesregierung, wann gedenkt sie denn, diese Zahlen vorzulegen oder stellt sie in Abrede, dass es überhaupt zu Mehrkosten gekommen ist? Vielen Dank, Herr Staatsminister Professor Lorz. Sie haben das Wort. Lieber Kollege Naas, wie wir vorhin auch schon von der Präsidentin gehört haben, wird es am 4. Juni, wofür ich mich übrigens herzlich bedanke, dass das möglich war, aber der Hintergrund ist ja auch der, dass ich diesem Hohen Hause genügend Beratungszeit über den Entwurf des Nachtragshaushalts geben wollte. Also am 4. Juni wird die Sonderplenarsitzung zur Einbringung des Nachtragshaushalts stattfinden und natürlich wird, wie das üblich und vorgesehen ist, werden die entsprechenden Zahlen Ihnen vorher mit den entsprechenden Zeitabläufen zugehen. Vielen Dank. Nun habe ich noch mal die Fragestellerin, Frau Dahlke, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Also ich habe jetzt gehört, es wird Konsolidierungsmaßnahmen geben. Die Landesregierung wird trotzdem aufgebläht. Sollen denn auch freiwillige Leistungen gekürzt werden und wenn ja, in welcher Höhe? Vielen Dank, Herr Staatsminister Professor Lorz, Sie haben das Wort. Frau Kollegin Dahlke, auch das wird Gegenstand des Haushaltsentwurfs zum Nachtrag 2024 sein. Sie wissen, solange man noch im Prozess der Haushaltsaufstellung ist, kann man vernünftigerweise nicht über irgendwelche Zahlen reden, egal in welche Richtung. Vielen Dank. Für eine letztmögliche Frage hat sich der Abgeordnete Frömmrich von Bündnis 90 Die Grünen gemeldet. Herr Frömmrich, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Staatsminister, Sie haben ja gerade erwähnt, dass diese Frage schon in der letzten Plenarrunde gestellt worden ist. Und Sie haben auch gesagt, dass es ja dazu auch schon einen dringlichen Berichtsantrag im Finanzausschuss gegeben hat. Haben Sie dann in der Zwischenzeit einmal sich die Mühe gemacht und wenigstens überschläglich mal gerechnet, was diese zusätzlichen Staatssekretäre und Minister an Kosten verursachen werden? Überschlägig, sage ich mal. Vielen Dank, Herr Staatsminister Professor Lorz. Sie haben das Wort zur Beantwortung. Lieber Kollege Frömmrich, Sie haben, glaube ich, mehr Haushaltsverfahren in diesem Hohen Hause mitgemacht als ich. Und Sie wissen, wir reden nicht über überschlägige Berechnungen, sondern die Landesregierung erstellt den Haushaltsentwurf, egal ob jetzt Nachtrag oder regulär. Da werden die Zahlen nach bestem Wissen und Gewissen so genau, wie wir sie irgend nur liefern können, eingetragen. Und dann können wir darüber auch in diesem Hohen Hause entsprechend debattieren. Alles vorher wären fruchtlose Übungen. Vielen Dank. Und Herr Abgeordnete Frömmrich darf auch sogleich weitermachen. Ich rufe auf die Frage 13. Herr Abgeordneter Frömmrich, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich frage die Landesregierung, welches der 11 Ministerien neben der Staatskanzlei, die von ihr künftig unterhalten werden und deren Zahl im Zuge der Regierungsbildung um 2 erhöht wurden, wird künftig seinen Sitz in Nordhessen haben? Vielen Dank. Zur Beantwortung darf ich das Wort an Herrn Staatssekretär Kuhn geben. Sie haben das Wort, Herr Staatssekretär. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin und Herr Abgeordneter, für Ihre Frage. In der Tat wird morgen die Neubildung der Regierung ja hier im Landtag abgeschlossen werden mit der Einbringung der Zuständigkeiten der Ministerien nach dem Artikel 104 Absatz 2 der hessischen Verfassung. Sie haben gefragt nach der Verortung der Ministerien. Alle Ministerien werden im Kern ihren Sitz hier in Wiesbaden haben, da für die Ansiedlung das entscheidend ist, was schon immer entscheidend war in der Geschichte des Landes Hessens, nämlich die bestmögliche Arbeitsfähigkeit der Häuser, die Effizienz
im Austausch zwischen den Ministerien und nahe Behördenstrukturen sowie in Bezug zum Landtag. Natürlich auch der Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern, der aber durch die digitale Kommunikation aus allen Landesteilen auch gewährleistet ist. Und auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ergibt sich durch mobiles Arbeiten die Möglichkeit, standortunabhängiger zu arbeiten. Vielen Dank. Für eine Nachfrage hat sich der Abgeordnete Sippel von Bündnis 90 Die Grünen gemeldet. Herr Sippel, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ja, ich hätte noch mal die Nachfrage, ob es denn auch Überlegungen gibt, entsprechend Landesämter oder nachrangige Behörden mehr in den ländlichen Raum auch auszuweiten, da das ja auch die Präsenz dort stärkt, was ja in den vergangenen Jahren auch schon häufiger der Fall war. Vielen Dank, Herr Staatssekretär Kuhn, Sie haben das Wort. Danke sehr, Herr Abgeordneter, für die Nachfrage. Wir haben in der Tat im Koalitionsvertrag vereinbart, die dezentrale Verlagerung von Behörden in alle Teile des Landes, insbesondere auch den ländlichen Raum, fortzusetzen. Damit haben wir in der letzten Legislatur bereits begonnen und bis 2023 bereits über 1000 Arbeitsplätze verlagert, insbesondere, um auf die Frage des Kollegen zurückzukommen, auch nach Nordhessen. Vielen Dank. Für eine weitere Nachfrage hat sich der Fragesteller, Herr Abgeordneter Frömmrich, gemeldet. Herr Frömmrich, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Die Schaffung oder Errichtung eines Ministeriums in Nordhessen war ja eine zentrale Wahlaussage der Sozialdemokraten in Hessen für den Landtagswahlkampf. Warum hat denn diese zentrale Forderung der Sozialdemokraten keinen Einklang in den Koalitionsvertrag gefunden? Vielen Dank. Herr Staatssekretär Kuhn, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank für die Nachfrage. Ich glaube, diese Frage lässt sich nicht von Seiten der Landesregierung beantworten. Ich kann Ihnen aber sagen, dass das neue Regierungsteam insbesondere durch eine breite Regionalität aus allen Landesteilen Hessens geprägt ist und dass wir auch zwei Nordhessen im Kabinett haben. Das ist zum einen der Staatsminister Gremmels aus dem Landkreis Kassel und das ist zum anderen Staatsminister Schwarz aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg. Von daher ist eine breite regionale Repräsentation sichergestellt. Vielen Dank. Und jetzt liegt mir eine weitere Nachfrage eines nordhessischen Abgeordneten vor, nämlich von Abgeordneten Ulot von der SPD-Fraktion. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Staatssekretär, für Ihre Ausführungen, insbesondere die Beantwortung der vorherigen Frage. Denn in der Tat ist ja eben schon auf die Ziele der Sozialdemokratie hingewiesen worden, dass es natürlich wichtig war, dass wir in Nordhessen durchaus mit Vertreterinnen und Vertretern in der Landesregierung auch sichtbar werden und haben ja jetzt, wie Sie es eben benannt haben, zwei Personen auch im Kabinett sitzen als Minister, die durchaus aus der Region kommen. Und insofern ist meine Frage, ob dies ein regionaler Unterschied, qualitativer Unterschied ist in der Vertretung einer Region, wenn zwei Personen aus Nordhessen stammen und dann auch jetzt im Kabinett sitzen im Vergleich zum vorherigen Kabinett. Vielen Dank, Herr Staatssekretär Kuhn, mit der Bitte um Beantwortung der Frage. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich darf an der Stelle übrigens noch ergänzen, dass es auch eine Staatssekretärin aus Nordhessen noch zusätzlich gibt mit der Kollegin Manuela Strube. Und um die Frage zu beantworten, bin ich mir sicher, dass die drei gemeinsam eine starke Repräsentation Nordhessens in dieser Landesregierung sicherstellen und dass das mehr als gewährleistet ist mit der Besetzung am Kabinettstisch. Vielen Dank. Und es schließt ein Nordhesse die letzte Frage an. Herr Abgeordneter Frömmrich, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, dass die Sozialdemokratie da klatscht, dass ihre Wahlkampfaussage nicht umgesetzt wird, wundert mich. Aber ich frage trotzdem in Richtung der Landesregierung, ob sie der Auffassung ist, die hier gerade vorgetragen worden ist, dass die Präsenz von Ministerinnen und Staatssekretärinnen im Kabinett sozusagen den Sitz eines Ministeriums in Nordhessen ersetzen. Vielen Dank, Herr Staatssekretär Kuhn. Sie haben erneut das Wort. Ich habe darauf hingewiesen, dass der Sitz von Kabinettsmitgliedern aus Nordhessen eine starke Repräsentation sicherstellt und dass die Verlagerung von Behörden in den nordhessischen Raum, wie beschrieben, fortgesetzt wird. Von daher glaube ich, ist diese Landesregierung auf einem sehr guten Weg, für Nordhessen eine starke Repräsentation sicherzustellen.
Das gilt im Übrigen, das möchte ich nur der Vollständigkeit halber sagen, auch für alle anderen Landesteile, die wir auch nicht aus dem Blick verlieren wollen. Vielen Dank. Wir kommen nun zur Frage 15 und ich darf der Abgeordneten Martina Feldmeier von Bündnis 90 Die Grünen das Wort erteilen. Danke, Frau Landtagspräsidentin. Ich frage die Landesregierung. Was hat der Gutachterausschuss Immobilienwerte in Frankfurt in seinem Immobilienmarktbericht 2023 bezüglich der Anzahl der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen festgestellt? Vielen Dank, Herr Staatsminister Mansouri. Sie haben das Wort zur Beantwortung. Sehr geehrte Frau Abgeordnete Feldmeier, ich darf Sie vorneweg darauf hinweisen, dass der Immobilienmarktbericht 2023 vollständig öffentlich einsehbar ist, auch auf der Internetseite der Stadt Frankfurt am Main heruntergeladen werden kann. Ich will Sie dennoch bei der Auswertung des Immobilienmarktberichtes unterstützen. Der Gutachterausschuss Immobilienwerte Frankfurt hat in seinem Immobilienmarktbericht 2023 festgestellt, dass die Zahl der Umwandlungen von Miet- in Eigentumswohnungen im Jahr 2022 gegenüber 2021 im gesamten Stadtgebiet einen Rückgang von rund 67% verzeichnete. Insgesamt wurden im Jahr 2022 gemäß Grundbuch 282 Wohneinheiten umgewandelt, nach 842 Wohneinheiten im Jahr 2021. Allerdings wurden 2022 in den äußeren Stadtgebieten rund 40% mehr Wohnungen umgewandelt als 2021, während im Innenstadtbereich die Zahl der Umwandlungen um rund 80% gesunken ist. Rund 53% der umgewandelten Wohnungen lagen im Bereich der Innenstadt. 2021 waren es rund 89%, 2020 rund 60%. Die Entwicklung setzte sich laut Immobilienmarktbericht auch im ersten Halbjahr 2023 fort. Hier wurden lediglich 26 umgewandelte Wohnungen registriert. Dies sei unter anderem auf die Steuerungsmaßnahmen durch das Baulandmobilisierungsgesetz in Verbindung mit der Umwandlungsgenehmigungs- und Gebietsbestimmungsverordnung zurückzuführen. Die Zahl der im Grundbuch umgewandelten Wohneinheiten ist bereits seit 4 Jahren rückläufig. Wie schon in den Vorjahren wird lediglich ein Anteil der baurechtlich genehmigten Abgeschlossenheitsbescheinigung im Grundbuch gewahrt. Die Umwandlungen werden gemäß Immobilienmarktbericht nicht nur vorgenommen, um die Eigentumswohnung im Anschluss zu veräußern, sondern auch um Erbregelungen vielseitiger gestalten zu können. Vielen Dank. Für eine Nachfrage hat sich Frau Abgeordnete Feldmeier gemeldet. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Staatsminister. Ich habe das auch vor mir und ich danke Ihnen, dass Sie das noch mal vorgelesen haben. Es zeigt sich also in diesem Bericht, dass der Umwandlungsvorbehalt gegen die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen, der 2022 von der vorigen Landesregierung erlassen worden ist, beziehungsweise per Verordnung dann wirksam geworden ist, dass das wirksam ist. Deshalb möchte ich gerne wissen, warum will der sozialdemokratische Minister aus Frankfurt dieses wirksame Instrument gegen die Verdrängung von Mieterinnen und Mietern denn auslaufen lassen? Vielen Dank, Herr Staatsminister. Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Abgeordnete, ich will vielleicht auf die Regelung im Koalitionsvertrag hinweisen, wo ja vereinbart worden ist, die Rechtsverordnung zu Paragraph 250 und 172 BauGB auslaufen zu lassen. Das bedeutet im Einzelnen, Paragraph 6 Umwandlungs-GV Hessen regelt, dass die Verordnung nur hinsichtlich des Genehmigungserfordernisses nach Paragraph 250 Absatz 1 Satz 1 BauGB mit Ablauf des 31.12.2025 außer Kraft tritt. Hinsichtlich des Genehmigungsvorbehalts nach Paragraph 172 BauGB tritt die Verordnung erst mit Ablauf des 11.05.2027 außer Kraft. Die übrigen Regelungen zum Baulandmobilisierungsgesetz nach Paragraph 2 und 4 und die Anlage der Umwandlungs-GV Hessen treten mit Ablauf des 31.12.2026 außer Kraft. Das sind die gemeinsamen Vereinbarungen, die die Landesregierung tragenden Koalitionsparteien getroffen haben. Es ist darauf hinzuweisen, dass Kritiker schon lange bemängeln, dass der Umwandlungsvorbehalt den Erwerb von Wohneigentum erschwert. Und ich will Sie an der Stelle vor allem aber auf den zivilrechtlichen Grundsatz hinweisen, dass der Kauf die Miete nicht bricht. Das bedeutet, wenn Eigentumsverhältnisse wechseln, es wird ja immer umgangssprachlich gesprochen von der Umwandlung von Miet in Eigentumswohnung, das ist ja eigentlich unzutreffend, sondern es geht im Grunde um die Veränderung von großen Mietshäusern in Wohnungseigentümergesellschaften, dass die Mietverhältnisse, die darin bestehen, auch fortbestehen. Das ist rechtlich im Bundesrecht so geregelt. Und die für uns relevante Frage,
unter welchen Bedingungen der Eigengebrauch angemeldet werden kann, richten sich ausschließlich nach dem bestehenden Bundesrecht. Und daran hat diese Koalition auch nicht vor, etwas zu ändern. Vielen Dank. Eine erneute Nachfrage. Und deswegen darf ich Frau Abgeordnete Feldmeier das Wort geben. Ja, also ich habe es jetzt so verstanden, dass Sie auch sehen, dass das wirksam ist. Deswegen frage ich mich, warum Sie sich nicht für eine Verlängerung einsetzen, auch auf Bundesebene. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Sie haben das Wort. Ich habe die Frage, Frau Abgeordnete, ja bereits beantwortet. Ich weiß nicht, was Sie mit Wirksamkeit meinen. Also Sie haben auf die Zahlen hingewiesen, dass bestimmte Umwandlungszahlen sinken. Das ist allerdings aus unserer Sicht nicht die relevante Richtgröße, sondern die relevante Richtgröße ist, wie sieht das eigentlich aus mit der Anmeldung des Eigengebrauchs, und der richtet sich ausschließlich nach dem Bundesrecht und nicht nach den betreffenden Rechtsverordnungen, nach denen Sie fragen. Vielen Dank. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Damit rufe ich auf Frage 16 und darf das Wort an die Abgeordnete Kathi Walter von Bündnis 90 Die Grünen geben. Sehr verehrte, danke schön, Frau Präsidentin. Ich frage die Landesregierung, wie wird sie den umstrittenen Plan zum Ausbau der A5 in Frankfurt im beschleunigten Verfahren auf 10 Spuren verhindern? Herr Staatsminister Mansouri, Sie sind schon in Übung, dann dürfen Sie erneut antworten. Ja, sehr geehrte Frau Abgeordnete, wir haben das Thema ja bereits in der letzten Landtagsplenarsitzung erörtert. Ein 10-streifiger Ausbau der A5 zwischen dem Autobahnkreuz Frankfurt und dem Nordwestkreuz Frankfurt steht im vordringlichen Bedarf mit Engpassbeseitigung des Bedarfsplans für die Bundesfernstraßen von 2016. Das ist geltendes Bundesrecht. Nach aktuellem Kenntnisstand der Landesregierung hat die Autobahn GmbH des Bundes bisher weder mit der Planung des 10-streifigen Ausbaus des genannten Abschnittes der A5 begonnen, noch hat sie mitgeteilt, zu welchem Zeitpunkt eine Aufnahme der Planung vorgesehen ist. Vielen Dank. Und eine Nachfrage der Abgeordneten Walter. Sie haben das Wort. Ja, wir reden ja hier über die Aufnahme in die Planungsbeschleunigung, die Sie den Menschen ja versprochen haben. Meines Wissens nach ist der beschleunigte 10-streifige Ausbau nicht in das Genehmigungsbeschleunigungsgesetz aufgenommen worden, sodass dieses Projekt auch nicht in der relevanten Anlage 2 des Fernstraßenausbaugesetzes enthalten ist. Wie wollen Sie die von Ihnen beschlossene und versprochene Beschleunigung bewerkstelligen? Vielen Dank, Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Abgeordnete Walter, ich durfte Sie schon in der letzten Plenarsitzung darauf hinweisen, dass Sie zwei Dinge miteinander vermischen. Die eine Frage ist der 10-spurige Ausbau und die andere Frage ist die der Planungsbeschleunigung. Die Landesregierung tragenden Koalitionsparteien haben vereinbart, dass Infrastrukturvorhaben einschließlich der Straßenverkehrsvorhaben beschleunigt werden sollen. Das hat aber nichts mit der Frage zu tun, in welcher Variante eine Autobahn ausgebaut wird. Das richtet sich ausschließlich nach dem geltenden Bundesrecht. Ich habe nach der letzten Landtagsplenarsitzung, genauso wie ich das hier auch schon im Plenum ausgeführt habe, den Bundesverkehrsminister angeschrieben, um zu erörtern, welche Möglichkeiten der Veränderung des Beschleunigungsgesetzes bestehen. Erster Punkt. Und zweiter Punkt. Ich habe ihm die fachliche Einschätzung mitgeteilt, dass ein 10-spuriger Ausbau der A5 in diesem Streckenabschnitt nach meiner Einschätzung ausschließlich in einer eingehausten Variante möglich ist, um die Lärmschutzvorgaben zu erfüllen, und darüber hinaus darum gebeten, dass der Bundesverkehrsminister mir die Machbarkeitsstudie, die angeblich zum Ergebnis kommt, dass ein 10-spuriger Ausbau möglich sei, vorlege. Er hat mir bislang diese Machbarkeitsstudie nicht vorgelegt und mir auch auf meinen Brief nicht geantwortet. Insofern kann ich auch keine weiterführenden Ausführungen machen. Vielen Dank. Als nächstes hat sich für eine Frage der Fraktionsvorsitzende der Freien Demokraten gemeldet. Herr Dr. Naas, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Sie haben ja eben ausgeführt, Herr Staatsminister, dass Sie nochmal die Bundesregierung, den Herrn Wissing, angeschrieben haben, unseren Verkehrsminister, und um Auskunft gebeten haben, was jetzt zu tun ist oder was getan werden kann, um die Beschleunigung zu erreichen. Jetzt gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder es gibt ein neues Gesetzgebungsverfahren auf Bundesebene oder es gibt eine Initiative auf Landesebene. Und deswegen frage ich Sie, wenn die Beschleunigung auf Bundesebene nicht mehr in Betracht kommt, weil das Verfahren nun mal vorbei ist, werden Sie dann eine Bundesratsinitiative starten? Vielen Dank, Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Herr Abgeordneter, das ist eine hypothetische Frage. Wir sollten zunächst die Auskunft des Bundesverkehrsministers abwarten, bevor wir über weitere Schritte diskutieren. Vielen Dank. Und Frau Walter, Sie haben erneut das Wort für eine Nachfrage.
Also ich probiere es dann nochmal und frage nochmal nach Ihrem Sinneswandel. Vielleicht kriegen wir da ja eine klarere Antwort. Im Oktober 2023 haben Sie als Bundestagsabgeordnete, der die Planungsbeschleunigung mitbeschlossen hat, Folgendes zur A5 gesagt. Eine bahnbrechende Entscheidung. Wir haben uns für die Anwohnerinnen und Anwohner durchgesetzt. Der umstrittene Plan zur Beschleunigung des A5-Ausbaus auf 10 Spuren wurde gestoppt. Wie erklären Sie den Menschen in Frankfurt Ihren Sinneswandel? Vielen Dank, Herr Staatsminister. Sie haben das Wort. Frau Abgeordnete, das ist ein gutes Beispiel, um den Unterschied zwischen das Gleiche und dasselbe zu erläutern. Sie können mir immer wieder die gleiche Frage stellen. Sie werden dieselbe Antwort bekommen. Also wir sind in der Fragestunde und ich erteile das Wort und es finden keine bilateralen Gespräche statt. Ich darf fragen, Herr Staatsminister, waren Sie mit der Antwort fertig oder möchten Sie noch etwas ergänzen? Moment bitte, Sie kriegen das Wort, Herr Staatsminister. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Frau Abgeordnete, nochmal zur Erläuterung. Sie vermischen zwei Dinge. Die eine Frage ist die Planungsbeschleunigung und die andere Frage ist der Variantenausbau der A5. Der Variantenausbau A5 ist ausschließlich Bundesrecht. Und was den 10-spurigen Ausbau betrifft, habe ich hier im Plenum erklärt. Ich habe es schriftlich dem Bundesverkehrsminister mitgeteilt, dass meine Einschätzung ist, dass mit Blick auf die geltenden Lärmschutzvorgaben auch zum Schutz der Anwohnerinnen und Anwohner in Frankfurt am Main ein 10-spuriger Ausbau ausschließlich in einer eingehausten Variante möglich ist. Ich warte bis heute auf eine Rückmeldung hierzu. Vielen Dank. Für eine letztmögliche Nachfrage hat sich erneut der Fraktionsvorsitzende der Freien Demokraten, Herr Dr. Naas, gemeldet. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Wenn Sie den Verkehrsminister angeschrieben haben, haben Sie denn auch gleichzeitig in Ihrer Bundestagsfraktion für eine Zustimmung des Bundesgesetzgebungsverfahrens geworben? Vielen Dank, Herr Staatsminister. Sie haben das Wort. Auch das, Herr Abgeordneter, ist eine hypothetische Frage, weil die Auskunft des Verkehrsministers entscheidend ist für die nächsten Schritte. Und insofern werde ich die Auskunft des Bundesverkehrsministers auch abwarten. Vielen Dank.